Liebe Bettbürgerinnen, liebe Bettbürger, heute ist der 12. November 2020 und hier kommt das tägliche Corona-Update. Die Zahl des Tages für die Stadt Bettburg ist die 55. Unsere 7-Tages-Inzidenz liegt bei 169. Ich habe das Gefühl, dass sich das Infektionsgeschehen im Moment auf einem gewissen Stand einpendelt. Ich wünsche mir, dass das so kommt, dass sich das bestätigt in den nächsten Tagen, weil das dann dafür sprechen würde, dass die Lockdown-Maßnahmen nicht umsonst sind, sondern dass sie langsam ihre Wirkung entfalten. Wir müssen die nächsten Tage genau hinschauen und schauen, ob es wirklich gelingt, ein bisschen Beruhigung ins System reinzubringen. Die Krankenhäuser sind sehr angespannt. Die Situation im Gesundheitsamt ist total überspannt. Die haben kaum noch eine Chance, bei den ganzen Indexfällen und dann daraus resultierenden Quarantänefällen überhaupt noch irgendwie nachzukommen, weil die Zahlen einfach unglaublich groß werden. Ja? Also wenn wir im Bedbock aktuell 55 Infektionen haben, dann haben wir ja auch um diese 55 Indexfälle ganz, ganz viele Personen, die informiert werden müssen, die sich testen lassen müssen, wo eingeschätzt werden muss, sind die potenziell gefährdet, sind sie vielleicht nicht so gefährdet, wie ist damit umzugehen und so weiter. Das heißt, da hängt ja an jedem Indexfall eine hohe Zahl von weiteren Maßnahmen dran. Und wenn dann der Rhein-Erft-Kreis aktuell 1200 betroffene Personen hat, dann klingt das vielleicht erstmal bei 500.000 Einwohnern relativ wenig. Aber die Kette habe ich ja gerade mal aufgezeichnet, rechtfertigt eigentlich alle Mittel, die im Moment in Erwägung gezogen werden, da einfach ja, der Gefährdungskreis immer größer wird und immer unübersichtlicher wird. In Bedbock haben wir im Moment einige Fälle tatsächlich in einem Seniorenheim. Hoffentlich geht das alles gut. Das sind ja eigentlich die Einrichtungen, wo wir versuchen müssen, unter allen Mitteln eigentlich die Infektion rauszukriegen. Das ist nicht überall aktuell gelungen. Auch müssen wir im Moment viele Schülerinnen und Schüler des Silberberg-Gymnasiums in Quarantäne schicken. Das kommt jetzt heute und gestern und in den nächsten Tagen bei Ihnen zu Hause an. Das wird zu Unmut führen, das führt zu Komplikationen, aber es ist, wie es ist. Wir halten uns an die Vorgaben des RKI und versuchen eben größtmöglich dem Virus entgegenzutreten. Deswegen bitte ich da um Verständnis und alle sind bemüht, diese Situation bestmöglich umzusetzen und hinzubekommen. Da können Sie sich darauf verlassen. Das gilt für die Schule, das gilt für uns in unserem Ordnungsamt, das gilt aber auch für den Rhein-Erft-Kreis, der im Moment wirklich, ja, man muss es einfach so sagen, absäuft, wirklich der Situation kaum noch Herr werden kann, weil einfach die Zahlen sehr, sehr groß sind. Deswegen geht heute der Gruß des Tages, ich mache es kurz und knapp, an alle Schülerinnen, Eltern und an alle Lehrkräfte, die mal wieder improvisieren müssen, die den Alltag umstellen müssen. Führt dazu, dass, weiß ich, wenn man es ganz genau nimmt, dass Schüler, die ab heute in Quarantäne sind, dann auch nur noch das Essen vor die Zimmertür gestellt bekommen, weil man sie natürlich eigentlich vom Rest der Familie isolieren sollte, wenn man es richtig macht. Schwierige Kiste, zugegebenermaßen. Aber auch die Lehrer müssen das Programm umstellen. Deswegen großer Respekt, da wo das hoffentlich gut funktioniert. Und nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung kommen wir durch diese sehr, sehr schwierige Zeit. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, achten Sie auf Ihre Nachbarn vor allem. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.